Bierhalle in Winterberg. Wurde um 1870 gebaut. Von der Bierhalle gibt es leider nicht viele Bilder. Früher hat man weniger fotografiert als heute. Trotzdem konnten ein paar Bilder in diesem Film durch Mithilfe von Egon, Christel und Dietmar Sonntag und von Paul Aust eingesetzt werden. Hier 1898 vor der Bierhalle, der Winterberger Kriegsverein. Winterbergs Rinder wurden früher unterhalb der Bierhalle auf die Weide getrieben. Oben links sieht man das Hotel Hessenhof. Theaterstücke wurden in der Bierhalle aufgeführt. Hier ein Gruppenfoto von einer goldenen Hochzeit. Das hintere Stück von der Bierhalle. Der große Saal. Die Bierhalle am Eingange des Orketales in Winterberg. Winterbergs Bierhalle. Um die Jahrhundertwende errichtet, war die Halle zunächst Unterkunfts- und Speisestätte der Bauarbeiter, die an der Eisenbahnstraße schafften, den Tunnel bohrten, Gleise legten und am Bahnhof mauerten. Danach blieb sie Lagerkeller der Schranschen Brauerei und war Gaststätte, in der viele Familien- und Vereinsfeiern ausgerichtet wurden, wie auch das erste Schützenfest nach dem letzten Krieg. Die Bierhalle, auch genannt Hotel Europa.